Hier auf Gaming Paradise 9046 mit unserer SC Freiburg-Karriere heute das wohl wichtigste Auswärtsspiel der Saison. 9. Spieltag. Wir als Tabellen-17. zu Gast beim Tabellen-18., beim Tabellen-letzten, beim SV Werder Bremen. Und wir haben, weil es was bringt, das Problem, dass Müller-Deli ausfällt. Da war ja was. Ist eine gute Frage, wie wir das jetzt lösen. Eine gute Frage eigentlich. Kerk wird spielen, Huber geht auf die Bank. Und Kerk für Müller-Deli. Und dann werden wir mal schauen, wie wir nach dem Pokalspiel gegen den KSC heute in Bremen auflaufen. Wir natürlich in Rot-Schwarz, Bremen in Grün und Weiß. Und da haben wir die Aufstellung. Wir werden noch ein bisschen rotieren, Haberer. Oder? Erstmal wird Föhrenbach hinten links für Günther spielen. Dann wird Schuster mal für Franz spielen. Ansonsten würde ich so reingehen. Wobei haben wir für Murk einen Ersatz? Nicht wirklich. Für Niedermeier, der heute mal von Anfang an ran darf für Soyuncu. So. Und jetzt gehen wir rein. Parallelspiel heute. Köln gegen Hamburg, Frankfurt zu Gast in Gladbach, Augsburg empfängt die Bayern und Wolfsburg gegen Leverkusen. Es regnet, Herr Wolfsburg wird die Party leiten. Ab geht's ins Weserstadion. Für beide Teams heute ein enorm, enorm wichtiges Spiel an diesem 9. Spieltag in der Fußball-Bundesliga und deswegen fackeln wir gar nicht lange drum rum und gehen gleich rein. Auf geht's. Will mal im Banketrottel, im Strom, im Regen vom Weserstadion. Und damit würde ich sagen, Lea Meyer mit heute mit dem Debüt in der Liga. Da ist Max Kruse im Bild und dann gehen wir rein. Der SC stößt an von rechts nach links in Rot und Schwarz. Bremen, Grün und Weiß von links nach rechts. Ab geht's. Niedermeier. Spielaufbau mit Stenzel. Der sucht und findet Abraschi. Der weiter durchgesteckt. Grifo kommt nicht ran. Parkfrede. Grilic im Aufbau der Bremer. Abraschi ist dazwischen. Grifo kriegt ihn noch durch, aber er kommt nicht ran. Johansson. Wagfrede. Natürlich Max Kruse. Johansson. Flanke ist nicht schlecht. Er war nicht gut geklärt. Die Ablage Delaney drüber. Schwolo kurz auf Gulde. Föhrenbach. Föhrenbach mit ein bisschen Glück setzt sich durch. Spielt dann den Ball auf Kerk. Seine Flanke findet Poyanpalo. Aber der kann sich gegen Caldirola und Jan nicht durchsetzen. Eckball. Grifo. Der ist nicht schlecht. Kopfball. Nein, Grifo. Zweiter Ball. Gefährlicher Wiedwald, aber greift zu. Langer Ball. Kruse. Delaney. Wieder Kruse, über den viel geht bei Werder heute.
Schuster ist dazwischen, Grifo. Kirk, was macht er denn da? Aber Freiburg bleibt dran. Führenbach, schlechter Ball, keins. Franz, gut dazwischen. Dann der starke Ball. Schuster in die Mitte abgeblockt. Und Franz kann dann nichts machen. Aber Stenzel setzt nach. Stenzel. Gute Flanke. Bojan Palo. Wiedwald. Viertelstunde gespielt. Die erste richtig gefährliche Chance für Freiburg. Eckball Nummer 2. Hinterher Grifo. Kurz auf Pfosten. Bojan Palo Latze. Und Bartels klärt. Oder Pfosten. Das ist Stenzel. Nochmal Grifo, der sich gegen Grilic nicht durchsetzt und dann den Ball in Seiten ausspielt. Aber wichtig zu zeigen, dass man hier da ist. Delaney. Werder auf Bartels. Der treibt den Ball durchs Mittelfeld. Finn Bartels. Sind da nicht eigentlich angegangen. Johansson dazwischen und irgendwie kann Gulde den Ball klären auf Niedermeier. Franz. Stenzel. Ballverlust gegen Grilic, der mir gut gefällt heute da im Zentrum der Bremer. Franz. Grifo. Schuster. Kerk. Wieder Grifo. Jan Palo. Kriegt den nicht wieder von Schuster. Grifo legt den nochmal ab. Föhrenbachs Flanke. Aber kein Freiburger kommt dran. Aber Vekovic. Schuster. Gegen Bargfrede mit dem Foul und bekommt den Freistoß. Für Freiburg nach 25 Minuten. Abraschis Flanke. Franz kommt nicht zum Abschluss. Kriegt den Ball nur aufs Schienbein. Wiedwald, langer Ball. Johansson nimmt den Ball runter. Bargfrede. Bartels. Johansson. Gulde gut gegen Kruse. Schuster. Föhrenbach. Kerk, Grifo, Jan Palo, das sieht jetzt mal ein bisschen nach Fußball auf Stenzel, Schippball geblockt, Kainz mit dem direkten Ball für Kruse, der hat jetzt Vorteile, Flanke, Gulde hat mit aufgepasst, wichtig, Abraschi kriegt den Ball nicht geklärt, Johansson, Schwolo vor Kruse, boah, guter Abwurf auf Franz, der mit dem Ball für Grifo, der setzt sich durch, Grifo, legt ihn zurück. Und Kruse gewinnt den Ball. Mit dem zurück auf Sané. Spielaufbau der Bremer. Grilic. Johansson. Kruse. Gulde stark dazwischen. Niedermeier. Riskant. Föhrenbach. Kerk. Föhrenbach. Grifo. Bojan Palo. Grifo. Grifo, gut gemacht. Grifo. Und der Ball am langen Eck vorbei. Den kann man schon mal machen, Grifo. Ich habe ihn schon halb drin gesehen. Deswegen habe ich abgesetzt. Ich wollte schon ein Tor schreien. Der Ball geht aber am langen Eck vorbei. Bojan Palo schiebt vorne drauf. Wichtig. Kruse. Delaney, Bargfrede, Franz dazwischen, gibt aber das Foul. Für Bremen gepfiffen. Nach gut 40 Minuten. Von Dian, Sané war es, glaube ich. Bargfrede, Grilic, gut angegangen, Kerk, starker Ball, Bojan Palo, Bargfrede aber Braschib stark, Schuster, Grifo, Kerk, Grifo läuft, bekommt den Ball wieder, will ihn durchstecken, klappt nicht. Im zweiten Versuch wird Grifo dann aber gefoult von Bartels.
Und es gibt hier nach 43 Minuten knapp den Freistoß aus dem Halbfeld. Zunächst auf nächste Wochenende. Da muss Bremen nämlich nach Schalke in die Felddienstarena. Schusters Flanke. Nicht schlecht. Bartels klärt. Schuster gewinnt Kopfball-Duell. Franz hat auch mal eine Idee, wieder von Bartels weggegrätscht, aber es gibt den Eckball. Oder? Ob der Schiri doch freilos. Ne, es gibt den Eckball. Vincenzo Grifo bringt den Eckball. Und kein Freiburger kann davon irgendwie profitieren. Und Bremen könnte jetzt mal kontern. Johansson. Rashigard gegen Bartels. Ballgewinn Bremen. Barkwede Delaney. Bartels. Nochmal Abrashi. Stark dazwischen. Dann der schlechte Ball. Nochmal Bartels. Dann ist hier Pause. Bremen und Freiburg trennen sich 0-0. Ein Punkt. Ja. Mit dem irgendwie wirklich keiner wirklich was anfangen kann. Noch wechseln wir aber nicht. Ich hatte überlegt, Haberer schon zu bringen, aber das machen wir mal noch nicht, sondern wir warten noch ein bisschen und gehen rein in den zweiten Durchgang, den Bremen anstößt, über Johansson und Kruse. Delaney, Rekovic, Johansson, Schuster gewinnt den Ball. Pojanpalo, der durch, spielt den Ball auf Franz, der auf Grifo, der kommt hier, Kivekovic nicht durchsetzen. Setzt ihn am Ball unter Druck. Gibt den Einwurf. Sportclub ist hier die dominierende Mannschaft. Einwurf Franz. Stenzel. Abrashi. Schuster. Kerk. Gut gemacht. Grifo setzt sich durch. Grifo abgefälscht. Deswegen keine Gefahr für Wiedwald. Langer Ball Richtung Kruse, aber Freiburg kämpft und ist dazwischen. Barkwede, Grilic, Johansson, Bartels, wenn was geht, dann über ihn. Gehr kommt nicht in den Zweikampf. Grilic, da ist man dann zur Stelle von Gulde, war es glaube ich. Schuster, Ballverlust, aber er kämpft immerhin wieder zurück, kommt aber nicht ran. Johansson, da ist jetzt Max Kruse. Barkwede, außen ist Finn Bartels. Die Flanke für Max Kruse, Gulde. Delaney, Johansson, Gabrashi, Delaney. Und dann pfeift der Freistoß für Freiburg. Niedermeier. Gulde mit ein bisschen Glück. Föhrenbach. Wichtig. Gulde. Was ist das? Will den Seitenwechsel auf Stenzel spielen, der ist aber überhaupt nicht darauf vorbereitet. Somit schenkt man Bremen einen Einwurf. Was ist denn das? Und keins. Franz dazwischen, wichtig. Grifo, nochmal Franz. Mit dem Tempo. Aber nicht vorbei an Sané, der ihm im Weg steht. Er kämpft, kommt aber nicht ran an den Zweikampf. Sané. Franz ist doch da, Einwurf für Werder. Keins. Freiburg kann klären. Stenzel. Franz. Ah, der Ball etwas zu lang. Wieder Werder. Barkwede. Kruse. Keins. Da ist Max Kruse. Achtung in der Mitte. Schwolo. Kopfball. Pfosten. Schuster rettet. Kerk. Grifo. Weg damit. Pojanpalo. Konterchance vielleicht. Franz steigt nochmal drauf, wenn er nicht weiß wohin. Pojanpalo.
Grifo kommt Jelmelkovic nicht durch. Wörenbach. Schuster. Abrashi kann sich schnell genug drehen. Und wieder Werder, die jetzt stärker werden in dieser Partie. Schuster ist dazwischen. Franz. Abrashi, starker Ball. Auf Kerk. Dessen Flanke abgeblockt von Bartel Zvekovic ist dazwischen. Und das sind mal im Ansatz fußballerische Ansätze. Lorenzen. Schneller als alle Freiburger, aber die Flanke keine Gefahr. Für Schwolo. 70 Minuten durch. Grifo völlig ausgepumpt. Geht raus. Haberer kommt. Nochmal Frische zu bringen. Frenzel, Franz. Schuster, auch der ist platt. Gefällt den Zweikampf. Schuster, kommt. Ja. Wörenbach, gut geklärt. Wichtig. Eilers bei Bremen gekommen. Kruse, Delaney. Wieder Kruses Flanke. Und dann pfeift der Freistoß für die Bremer. Eilers Flanke. Stenzel klärt den Ball zum Eckball. Schker klärt, wichtig. Ins Seitenhaus. Einwurf in Höhe der Mittellinie. Aber plötzlich kämpft Werder hier zu Hause vor dem heimischen Publikum. Delaney. Eilers, gut gemacht, setzt sich durch, Eilers. Aber, ne, bekommt das Foul gegen sich, für sich gepfiffen. Wechsel bei Werder nochmal. Kommt jetzt Hajrovic in die Partie. Flanke kommt. Abrashi klärt per Kopf, wichtig. Kerk, Haberer. Auch eingewechselt, macht das dann stark. Macht den Ball fest, wichtig. Abrashi. Wörenbach. Kerk. Jan Palo. Haberer. Schuster. Ach, kriegt ihn nicht durchgesteckt. Aber er kämpft nochmal. Kriegt den, kommt nicht ran an den Ball. Delaney. Da außen läuft eben Max Kruse. Stenzel ist dazwischen, Gulde, Wörenbach, Wörenbach nochmal, Kerk, will nochmal Pian Palo schicken, der kommt aber nicht ran. Und Bremen über Lorenzen, über Hajrovic, Wörenbach ist dazwischen, Einwurfs, 4 Minuten noch. Kleindienst für Haberer, Meffert für Schuster. Kerk nochmal dazwischen, Kerk. Meffert nochmal der Ball. Kleindienst kann den Ball nicht festmachen. Nochmal Werder, Grilic. Bagfrede. Gut dazwischen. Meffert. Kleindienst. Haberer. Haberer. Nochmal nach außen. Gut gesehen. Kerk. Letzte Flanke. Haberer Kopfball. Vejkovic rettet. In der Nachspielzeit. Eckball für den Sportclub. Eckball kommt von Kick. Was bei Niedermeier? Fiedwald auf der Linie. Abrashi.
Lorenzen nochmal zur Stelle und dann ist hier Schluss. Und Bremen und Freiburg trennen sich torlos 0 zu 0. Wir gehen mal recht bitter. Beschüsse 2 zu 5, Schüsse aufs Tor 0 zu 3. Freiburg mit mehr Ballbesitz, mit mehr Zweikämpfen. Also eigentlich wäre hier ein knappes 1-0 vielleicht für uns verdient gewesen. Aber so gibt es auch am 9. Spieltag keinen Sieg. Der nächste Punkt gewinnt natürlich so unentschieden. Damit bleiben wir auf Platz 17 und sind jetzt 3 Punkte auf Leipzig. Ich habe auch nicht mal gespielt. Also könnte eng werden. Wir gehen rein ins Training der Jungs. Schauen wir mal, was sich da ergibt. Schneider mit einem B, verbessert sich gut. Schmidt mit C, Niant mit C, Schneider mit C und auch Huber mit einem C. Also alles okay. Die Scout-Abschlussberichte, das schaue ich mir dann hinterher an. Dann gehen wir nochmal ein paar Tage voran. Bis zum Donnerstag. Trainingsverletzung. Gulde, Prellung am Schenkel. 3 Tage fällt er aus. Könnte für Wolfsburg also bitter werden. Und mit der Jugendmannschaft, wir gehen mal rein, schauen mal nach Blumenberger. 71 bis 87, okay. Niedermeier, 77, Hintermeier, 97, gut. Erich Schneider, 79 bis 94, stark. Ronald Drexler, 81 bis 86, okay. Patrick Schmeider, 86 bis 94, wichtig. Patrick Schmidt, 79 bis 93, okay. Also auch das läuft. Und dann würde ich sagen, an diesem Donnerstag jetzt beende ich den Part an dieser Stelle. Leipzig hat gepunktet. Damit sind es jetzt 4 Punkte auf Platz 15 auf den HSV. Also so langsam muss man mal gewinnen. Vielleicht im nächsten Part in Wolfsburg. Ich sage danke fürs Zuschauen. Haut rein, bleibt gesund, schönen Tag noch und ciao!